Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC mit Arminia Bielefeld und mit einem unglaublich starken Konkurrenten um die Drittligameisterschaft mit dem FC Ingolstadt. Die waren in der Hinrunde kein Thema, sind in der Rückrunde mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen, gewinnen 8 Spiele am Stück, jetzt endlich mal ein Unentschieden hier kassiert. Kassiert in Anführungsstrichen, haben halt mal nach 8 Spielen am Stück, wo sie gewonnen haben, nur einen Punkt geholt. Und sind aktuell Erster, aber mit einem Spiel mehr. Bedeutet, wenn wir es schaffen, Halle zu besiegen, sind wir wieder Tabellenführer. Und das wäre verdammt, verdammt geil. Halle allgemein nicht so gut performt. Letzte 5 Spiele, 3 Niederlagen, 1 Sieg, 1 Unentschieden. Also sollte möglich sein, hier den Dreier für uns zu holen. Hier mal die Aufstellung von Halle mit Müller im Tor. Behrend, Niedfeld, Landgraf und in der Dreierkette. Dann auf rechts Ayani, links Hook. Gayret und Sazar im Zentrum, im ZM dann Halimi. Ganz vorne haben wir dann einmal Tarsis, Bonga und Hasenhüttl. Das Ganze im 3-4-1-2-System bei Halle. Bielefeld spielt mit Kersken im Tor. Lannert, Schneider, Großer und Fuchs in der Viererkette. Wörl, Balde, Korbus, Kunze und Schienzer im Fünfer-Mittelfeld. Und Koch ganz vorne im 4-5-1-System. Ah, der hat da die Lücke. Nutzt das auch gut aus. Spielt den Ball jetzt hier auf Henrik Koch. Henrik Koch spielt den nochmal rüber auf Leo Schienzer. Schienzer hat den Ball. Ja, jetzt kann Halle sich natürlich so ein bisschen formieren. Da hätte Bielefeld das vielleicht etwas anders ausspielen müssen. Leon Schneider hier auf Balde. Balde spielt den Ball auf Henrik Koch. Der hat den hohen Ball schön auf den mitgelaufenen Leon Schneider. Und der mit dem Treffer für die Arminia. 13 Minuten gespielt und Arminia Bielefeld geht mit 1-0 in Führung. Und damit wäre hier die Arminia wieder Tabellenführer. Ich meine, das ist auch ein ständiges Hin und Her da oben. Mal Aue, mal Bielefeld, Aue, Bielefeld, Aue, Bielefeld. Irgendwann kam Ingolstadt auf die 1. Aber jetzt wäre es wieder Bielefeld, die auf Platz 1 springen würden. Schöner Abschluss von Leon Schneider, der gut mit nach vorne gelaufen war. Hier mit seinem linken abgeschlossen. Der Keeper von Halle versucht das noch irgendwie zu parieren. Hatte aber keinerlei großen Abwehrchancen. Und dann ist es hier das 1-0 durch Leon Schneider. Das ist sein erster Treffer in der 29. Partie. Man muss ja sagen, seine Hinrunde war exzellent. Dann kamen irgendwann so ein paar Fehlerchen rein. 2, 3 rote Karten. Hier und da mal einen Elfmeter verursacht. Aber jetzt verursacht er immerhin mal für uns einen Treffer. Lannert spielt den super auf Korbos. Das könnte jetzt sehr gefährlich werden. Korbos mit der Übersicht auf Koch. Der spielt den nochmal rüber. Da ist jetzt Kunze. Kunze macht ihn rein. 20 Minuten gespielt. Und das sieht jetzt schon danach aus, als wenn es hier beendet wäre. Also das könnte jetzt schon die Vorentscheidung sein. Kunze mit dem Treffer. Ja, da sollte man auf jeden Fall an Schreck denken, der jetzt die Saison ausfallen wird. Höchstwahrscheinlich auch den Anfang der nächsten Saison. Deswegen unter anderem auch Kunze mit dabei. Klar ist jetzt nicht so, dass Kunze sonst nie spielen würde. Aber jetzt, wo Schreck natürlich ausfällt, ist klar, dass Kunze immer zocken wird. Der Abschluss ist exzellent. Hier Müller im Tor, der vom Halle... Hallescher FC? Von Halle? Keine Ahnung, wie auch immer. Ja, heißt die nicht auch Hallescher FC? Oder hießen die nicht mal so? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Tor für Bielefeld 2-0. Vollkommen egal, wie der Gegner korrekt jetzt heißt. Im Game heißen sie Halle, nennen wir sie Halle. Was war das? Was war das? Was für eine Chance und Kersken hält den! Was für ein großer Fehler von uns. Wir schenken ihnen so eine Gelegenheit, aber sie nutzen es nicht. Dann müssen diese Dinger unbedingt rein. Aber sie schaffen es nicht. Jetzt hier der Kopfball und wieder ist Kersken da. Zweimal gefragt, unser Keeper zweimal zur Stelle. Die nächste Ecke. Die wird geklärt. Und Leo Schienzer läuft da jetzt zum Ball und hat da ein bisschen viel Platz. Leo Schienzer ist auch schnell, das wissen wir. Versucht er jetzt seinen Gegenspieler stehen zu lassen. Macht er super. Macht er richtig gut. Leo Schienzer. Leo Schienzer, super. Und jetzt hier Korbus. Korbus mit der Hacke spielt er den. Henrik Koch. Auch nochmal weitergespielt. Schienzer. Schienzer, wohin mit dem Ball? Spielt ihn gut auf Balde. Balde jetzt hier. Der hohe Ball. Aber die Flanke auf Henrik Koch war nicht perfekt. Schade. Bielefeld lässt hier einiges liegen. Fuchs. Fuchs spielt ihn auf Leo Schienzer. Der wiederum auf Henrik Koch. Der spielt ihn super in die Mitte. Und jetzt ist hier Korbus. Korbus. Macht ihn nicht rein. Er macht ihn nicht rein. Eine hundertprozentige zum 3-0, die hier Bielefeld liegen lässt. Oh, was machen sie denn da? Was für ein Fehler. Und Leo Schienzer sagt danke. Leo Schienzer schießt ihn nicht rein. Oh, der Ball jetzt hier. Sazar. Sazar. Dreht sich da super. Sazar. Aber Kersken. Gut gemacht von Kersken. Immer wenn er zur Stelle sein soll, ist er da. Schienzer.
Schienza jetzt hier. Der Konter. Schienza im 1 gegen 1 ist stark. Macht das super, wie er da seinen Gegenspieler ausspielt. Und jetzt hier Leo Schienza. Leo Schienza. Leo Schienza. Leo Schienza spielt ihn schon wieder zu spät drüber. Leo Schienza spielt ihn schon wieder zu spät drüber. Also der hat es nicht mit dem richtigen Pass-Timing. Wöll, der hohe Ball. Auf Lannert. Und was ist das für ein Ball? Und Witzheimer, Witzheimer mit dem... Mit dem Lupfer, was war das für ein guter Ball, der gespielt worden ist von Lannert. Wahnsinnig starker Ball auf Winsheimer. Besser kannst du das nicht spielen, wie es unser Rechtsverteidiger getan hat. Gucken wir da gleich nochmal drauf. Also wunderbarer Ball in den Lauf. Ja, der Keeper unzufrieden. Aber schauen wir drauf. Hier der hohe Ball. Dann per Kopf weitergespielt, überragend. Wie Lannert den per Kopf perfekt in den Lauf spielt. Besser geht es nicht. Winsheimer dann auch ganz cool im 1 gegen 1. Eben erst reingekommen wie Koch, lupft den rüber über den Keeper. 3-0, Bielefeld nimmt hier 3 Punkte relativ sicher mit. Halle drückt nochmal, die wollen nochmal hier den Treffer erzielen. Der Schuss, aber Kersken. Ayani. Der hohe Ball. Interessant, Hasenhüttl. Also Halle, die hatten Chancen. Ist nicht so, dass sie in dieser Partie überhaupt keine Chancen hatten. Leon Schneider, super Ball von unserem Innenverteidiger. Und jetzt haben wir Yannick Fuchs. Yannick Fuchs spielt den weiter auf Kunze und Halle war sehr weit aufgerückt, weil sie nochmal alles oder nichts gespielt haben. Super, jetzt hier Korbos. Korbos will ihn nochmal abspielen, naja. Wir gewinnen das Spiel hier 3:0 gegen Halle und das auswärts. Damit sind wir wieder Tabellenführer. Wir sind wieder Tabellenführer, Leute. Haben uns hier den Sieg verdient geholt, wie ich finde. Und damit sind wir wieder auf Platz 1. Dresden hat auch gewonnen, Waldhof gegen Lübeck hier 2:2. Wir schauen gleich mal auf die Tabellensituation. 32 Spiele, wir sind auf Platz 1, Ingolstadt auf Platz 2. Also der direkte Aufstieg auch bei nur noch 6 zu spielenden Spielen ist extrem wahrscheinlich. Das heißt, zweite Liga, ich würde sagen, zu 70% sind wir durch. Wenn wir jetzt echt nicht mehr verkacken, dann sollten wir es schaffen. Aber klar, erstmal müssen wir es fix machen. Spielzeit vom Winsheimer Nürnberg ist so ein bisschen ja, wütend. Und Oliver Friedrich will seinen Vertrag auflösen. Das ist der Mann hier. Der hat halt sehr viel Potenzial. Aber wenn er den auflösen will, soll er ihn auflösen. Ist mir dann auch egal. Komm, ich werde dich jetzt nicht hochziehen, nur weil du ein bisschen meckerst. Dann ist es halt so. Und jetzt müssen wir gleich gegen Unterhaching ran. Aue hat übrigens schon ein Spiel mehr wieder und die haben wieder nicht gewonnen. Ich sag mal so, wenn wir gewinnen, sind wir bei noch 5 Spielen 9 Punkte vor Aue. Mit dem nächsten Spiel, das wir gewinnen hier, wenn wir das nächste gewinnen gegen Unterhaching, dann sind wir durch eigentlich. Dann sind wir so gut wie safe in Liga 2. Und das wäre geil, das wäre richtig geil. Gehen wir rein gegen Unterhaching. Ich will die zweite Liga so früh wie möglich fix machen. Unterhaching, letzter in der Liga, letzte 5 Spiele, 4 Niederlagen am Stück und ein Unentschieden. Hier müssen wir 3 Punkte mitnehmen. Aber erinnert euch an das Duell gegen Viktoria Köln. Da hatten wir die Situation auch schon mal und haben verloren. Also gucken wir, was hier geht. Hier mal die Aufstellung von Unterhaching mit Vollert im Tor. Schwabel, Schifferl, Welzmüller und Bauer in der Viererkette. Maschigo, Stifler, Westermeier und Krattemacher im Vierermittelfeld. Fetsch und Hopsch ganz vorne im 4-4-2-System. Bei Arminia Bielefeld haben wir Kersken im Tor. Lannert, Schneider, Großer und Fuchs im in der Viererabwehr, sorry. Wöll im ZDM, Bondo, Korbus, Kunze und Schienza bilden das restliche Fünfer-Mittelfeld und ganz vorne Manuel Winsheimer von Anfang an im 4-5-1-System. Korbus und der Pass ist gut auf Winsheimer, super gespielt. Winsheimer macht ihn nicht rein. Was für eine Gelegenheit hier für Manuel Winsheimer, schafft es leider nicht den Ball zu versenken. Die Ecke jetzt kurz gespielt. Schienza legt den ab auf Korbus. Korbus hat den. Korbus jetzt hier und der zieht einfach ab, aber kein großes Problem für Vollert. Bondo geht ins Zentrum, macht das super. Spielt den Ball jetzt weiter. Manuel Winsheimer, was für eine Annahme. Manuel Winsheimer macht doch den nicht rein. Eine zweite ähnliche Gelegenheit wie vorhin, aber auch hier kein Treffer. Oh, stark von Lannert. Er kriegt den Ball. Er kriegt den Ball. Was für ein Fehler von Aaron. Und jetzt hier Lannert. Lannert, aber der hat keine Unterstützung. Lannert, Lannert geht da super durch. Spielt den sogar nochmal ab. Leo Schienza. Korbus mit dem Abschluss abgewehrt. Wieder Lannert, der vorhin den Ball erobert hatte. Bondo. Bondo jetzt hier. Spielt den rein auf Lannert. Der kriegt den aber nicht verwertet. Hat da Probleme bei der Annahme. Schade. Wöll.
Superball auf Schienzer, macht das stark. Leo Schienzer spielt den da in die Spitze rein auf Kunze, der da vor seinem Gegenspieler ist. Stark von Kunze. Kunze will den reinhämmern, schafft es nicht. Stark gespielt, Krattenmacher. Krattenmacher wird gefoult. Aber es gibt Vorteil. Und jetzt hier die Möglichkeit. Oh, der ist Foulspiel. Nein, Vorteil. Sie kommen auch zum Abschluss. Der war gar nicht ungefährlich. Trotz allem jetzt hier. Und Bielefeld mit Wöhl. Starker Einsatz. Und die Halbzeit ist rum. Leo Schienzer spielt den auf Corbus. Corbus mit Gewalt will er den machen. Vollert hält den. Vollert hält den Ball. Der Druck von Bielefeld wird aber nicht gerade kleiner. Schön gespielt. Wieder Corbus. Wieder mit Gewalt versucht er es. Aber diesmal ist der Gegenspieler da. Aber Bielefelds Druck, der bleibt bestehen. Der Ball Schienzer. Kunze wirft sich rein, kommt da nicht ran. Hier wieder ein Kopfball. Schienzer jetzt hier. Kunze. Gut gespielt auf Winzheimer. Nein. Auch hier wieder Unterhaching dazwischen. Aber gleich wieder der Druck hier von den Bielefeldern. Das machen sie stark. Sie versuchen jetzt Unterhaching unter eine Art Dauerdruck zu stellen, somit sie in Fehler getrieben werden. Und das klappt, aber auch hier wieder, der passt nicht gut. Leider spielt es Bielefeld nicht gut. Der Druck ist groß. Sie spielt es aber nicht perfekt. Und jetzt hat hier Unterhaching plötzlich die Chance. Hopsch. Hopsch jetzt hier mit der Möglichkeit. Aber der muss mehr zum Tor gehen. Der geht da weg vom Tor. Das ist kein guter Laufweg. Das war aber eine gute Aktion. Das war eine richtig gute Aktion. Kerske verhindert den Treffer. Kerske verhindert ihn und dann Lannert klärt den. Bauer, jetzt die Unterhaching, ist nicht mehr viel zu spielen. Lannert mal wieder am Start. Also Lannert gefällt mir heute. Ecke Unterhaching, wir haben jetzt 8 Minuten noch zu spielen. Mal schauen, ob irgendein Team hier noch den Sieg sich holen kann. Jetzt hier, Stifler. Stifler spielt den rüber. Kommen sie da im Ballbesitz, Bielefeld, sie versuchen es, aber weiter hier Unterhaching. Das bleibt gefährlich, solange sie hier im Strafraum Nähe sind. Stifler. Aber da steht Bielefeld einfach stark. Man sieht schon, warum sie die beste Abwehr der dritten Liga sind. Und Stifler ist aber nicht zu stoppen. Der ist nicht zu stoppen. Jetzt der Ball rein da. Kersken hat den. Und Kersken spielt den flach und es soll gleich weitergehen. Fabian Klos. Biancardi spielt jetzt hier auf Kunze. Özkan, das könnte der letzte Angriff der Partie sein. Özkan jetzt hier. Özkan kann da einfach durchlaufen. Macht das stark. Özkan spielt den da in die Mitte. Chipnowski hat den Ball. Chipnowski spielt den nochmal weiter. Kunze mit dem Abschluss und der ist drinne. 91. Minute. Kunze mit dem Abschluss. Bielefeld bleibt Tabellenführer. Wie geil. In Minute 91 schaffen wir noch diesen Treffer. Das könnten diese paar Nuancen sein in diesem Titelkampf in Liga 3, der am Ende zum Titel führt. Aus 15 Meter Distanz, viel Betrieb im Strafraum, er findet die Lücke zum Schießen und da war wirklich nicht viel Platz und macht ihn rein. Es ist Kunze, der hier den Treffer erzielt, unsere Nummer 15, bringt uns hier die 3 Punkte. Lukas Kunze, dritter Treffer in der 24. Partie und was für ein wichtiger Treffer. Das Ding ist rum, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, was Ingolstadt und Aue gemacht haben. Übrigens hier auch insgesamt durchaus verdient. Das war wahrscheinlich der Treffer, der jetzt wirklich die zweite Liga gesaved hat. Ingolstadt nur mit einem 1-1. Oh, schön. Sehr schön vor diesem Duell. Wir gehen erstmal hier kurz rein in unsere Liste. Ja, Schmidt und Richter würde ich gern zur nächsten Saison dann hochziehen. So. Gucken wir mal auf die Tabelle. Wir sind jetzt 9 Punkte. 9 Punkte vor Aue. Wir sind in der zweiten Liga. Machen wir uns nichts vor. Man kann immer tief stapeln und Understatement und so. Aber wir sind in der zweiten Liga eigentlich. Also zu 95% haben wir es geschafft. Wir spielen nächstes Jahr in der zweiten Liga. Und die Meisterschaft können wir jetzt mit einem Sieg gegen Ingolstadt auch sehr, sehr wahrscheinlich machen, weil wir dann 6 Punkte vor Ingolstadt wären. Oliver Friedrich haut ab, das ist okay. Dann ciao. Und ich würde sagen, dieses Spiel gibt es dann in der nächsten Folge, Leute. Wir wollen es ja ein bisschen Spaß. Wir machen das jetzt natürlich. Wir gehen da jetzt rein. Ich kann selber nicht warten. Was für die nächste Folge gehen wir rein hier gegen Ingolstadt. Die hatten ja 8 Siege am Stück. Jetzt mal 2 Unentschieden. Und mal gucken, ob wir ihnen endlich mal wieder eine Niederlage zuführen können. Besser geht es nicht, Leute. Erster gegen Zweiter. Ingolstadt seit einer halben Ewigkeit ungeschlagen. Kampf um die Meisterschaft in der dritten Liga. Jetzt haben wir das Top-Duell und wir gucken hier auf die Aufstellungen. Kersken im Tor.
Lannert auf rechts, Schneider und Groß in der Innenverteidigung, links Yannick Fuchs, der auch immer mehr Spielanteile kriegt. Wörl im ZDM, Bondo auf rechts, Korbus und Kunze bilden das zentrale Mittelfeld, Schienzer auf links und ganz vorne kriegt Henrik Koch in diesem so wichtigen Duell das Vertrauen im 4-5-1-System. Beim FC Ingolstadt, Funk im Tor, Kostli auf rechts, Schröck und Loritz in der Innenverteidigung, Guevara auf links, Fröde und Deichmann im ZDM, Kopacz auf rechts, Kayo auf links, beziehungsweise beide rechts und links offensiv, Testo E zusammen im Sturm mit Mause im 4-2-2-2-System. Beide Teams auch mit einem Ausfall, Melon bei Ingolstadt, der eigentliche Stamminnenverteidiger raus, bei Arminia Bielefeld, bekannterweise spielt da ja Schreck nicht mit aufgrund seines Kreuzbandrisses. Aber gehen wir rein in dieses Duell, ich hab sowas von Bock, können wir uns vielleicht hier die Meisterschaft fast schon sichern, rechnerisch zwar nicht, aber es wäre schon eine dicke Vorentscheidung mit dann 6 Punkten Vorsprung bei nur noch 4 Spielen, die zu spielen sind. Oder kommt Ingolstadt back und es ist wieder komplett offen. Gehen wir rein hier. Fröde. Jetzt hier die Möglichkeit und der ist drüber. Der ist drüber. Die erste große Möglichkeit hier für den FC Ingolstadt. Aber der Ball geht nicht rein. Schreck beim Freistoß für Ingolstadt. Der kommt rein. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Aber Kerske mit einer wahnsinnigen Parade kann diesen Volley-Schuss hier von Ingolstadt parieren. Macht das super. Wir müssen aber ein bisschen achtsamer sein. Denn die Ingolstädter zeigen in der frühen Phase der Partie, wie gefährlich sie sein können. Kopacz. Die Grätsche von Wörl ist exzellent. Trotzdem bleiben die Ingolstädter im Ballbesitz und jetzt über die linke Seite. Schön mit der Hacke. Also Ingolstadt hier bisher die klar bessere Mannschaft. Lannert versucht den zu klären. Weiterhin Kopacz jetzt hier. Spielt den nochmal ab auf Fröde. Großer, großer Druck für Ingolstadt. Jetzt hier der Ball. Nicht perfekt gespielt. Am Ende ist er jetzt bei Bondo. Vielleicht mal eine Kontermöglichkeit. Bondo nein. Aber Korbus setzt nach, macht das stark. Bondo kann ihn jetzt auf Henrik Koch spielen. Das ist die perfekte Kontergelegenheit oder was? Henrik Koch jetzt hier. Henrik Koch. Henrik Koch spielt den rüber. Was ist das für ein Pass? Der war schlecht. Der war richtig schlecht gespielt. Ingolstadt spielt's. Bielefeld spielt's nicht gut aus. Testore. Jetzt hier die Möglichkeit. Spielt er den ab? Ja, hat er. Hat er abgespielt. Jetzt Ingolstadt. Aus der Drehung kriegt er daraus noch einen richtig guten Schuss. Also, dass er da so zum Abschluss kommt, ist beeindruckend. Bisher die Chancen ganz klar auf der Seite der Ingolstädter. Lannerts Flanke, die ist gut. Die ist gut, da ist Wörl. Nein, der kann den nicht annehmen. Er hat es nicht sauber hinbekommen. Schienzer, jetzt mal eine gute individuelle Aktion. Das war gut gemacht von Schienzer. Stark. Schienzer jetzt hier. Schienzer. Schienzer, schaffst du es vielleicht? Machst du den Treffer? Schienzer. Schienzer, das gibt's nicht. Er kommt nur schwach zum Abschluss. Er kommt nur schwach zum Abschluss. Das war der erste Schuss in der Partie für uns. Der erste Schuss der Partie. Wir sind überhaupt nicht im Spiel. Wir sind auch defensiver jetzt eingestellt hier. Weil ich nehme lieber 0-0 mit, als dass ich irgendwie krampfhaft versuche, obwohl ich merke, dass der Gegner besser ist und wir am Ende nur verlieren. Und jetzt hier Ingolstadt. Jetzt hier Ingolstadt. Mit der Hacke spielt er den. Mit der Hacke aus der Drehung. Der Schuss ist ungefährlich. 11 Minuten noch zu spielen. 11 Minuten noch zu spielen. Ich nehme euch mal mit in diese komplette Endphase der Partie. In so einem Spiel muss das sein. Jetzt hier Misuta mit der Kontermöglichkeit. Misuta mit der Kontermöglichkeit. Das könnte diese eine große Chance sein. Misuta auf Leo Schienzer. Leo Schienzer, der ist gut. Der ist gut gespielt. Jetzt hier Misuta. Misuta, machst du den Lucky Punch? Misuta, Misuta, Misuta. Das gibt's nicht. Er macht ihn nicht rein. Er macht ihn nicht rein. Es bleibt bei 0-0. Was immer noch ein sehr schmeichelhaftes 0-0 für uns ist. Aber 7 Minuten noch. Wichtig ist nur nicht, dass wir verlieren. Weil dann sind wir nach wie vor Tabellenführer. Wir können mit dem 0-0 leben. Ingolstadt eher weniger. Zumindest nicht, wenn sie Drittligameister werden wollen. Und jetzt hier Ingolstadt. Versuchen durchzukommen. Das war gut gemacht. Jetzt hier. Testore. Spielt den gut ab. Das ist die Möglichkeit. Kersken. 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 Es ist Kersken, der uns rettet. Die Ecke. Die kommt gut. Die kommt gut. Und gefährlich. Wir kriegen den geklärt. Und jetzt hier Leo Schienzer. Kannst du antreten? Nein. Hat da keine Chance. Hauen die direkt um. Machen das stark. Weiter hier Ingolstadt. Weiter Ingolstadt oder was? Belkaya kommt da nicht ran. Jetzt hier. Ingolstadt. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Der Schuss abgewehrt. Der ist an. Nein. Was ein Ding. Alter. Das gibt's doch nicht. Was ein krummes Ding. Was ein krummes Ding. Der abgefälschte Ball und dann kommt Kerskin da nicht mehr ran. Das gibt's doch nicht. Hier, Belkaya ist es. Kerskin kann da nichts mehr machen.
Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir irgendwie durchsprinten und es irgendwie schaffen. Bondo. Irgendwie durch da. Lauf durch einfach. Bondo. Ach komm, lass doch eine scheiß Minute noch machen. Fuck you, man. Ingolstadt gewinnt das Ding. Verdient ist es. Sie waren insgesamt die bessere Mannschaft, keine Frage. Aber die Art und Weise ist halt echt hart. Die Art und Weise ist halt echt hart, wie wir hier verlieren. Aber Ingolstadt ist halt das Team to beat momentan. Wahnsinn. Also, ah, schade. Wenn man auf die Tabelle blickt, muss man auch sagen, was hat Aue gemacht? Die haben gewonnen. Damit ist der Aufstieg eben noch nicht perfekt und durchaus ein bisschen in Gefahr. Also Relegation haben wir sicher. In 4 Spielen werden wir nicht 10 Punkte abgeben gegen TSV 1860, sogar 11, weil wir die klar bessere Tordifferenz haben. Aber jeder Spieltag geht jetzt um die Drittligameisterschaft und um den direkten Aufstieg. Wir können ja gerne mal auf das Restprogramm gucken. Aue muss gegen Halle demnächst ran. Ingolstadt gegen Unterhaching. Okay, also wirklich beides hier zwei Teams, die sich schlagen sollten. Wir müssen gegen Dortmund ran. Auch für uns, must win. Okay, alle einfache Gegner eher. Danach muss Ingolstadt gegen Freiburg 2, doch das ist must win für sie. Wir gegen Dresden. Das ist ein tougher Gegner mit Platz 7. Weil die wollen natürlich auch nochmal irgendwie es schaffen, auf Platz 3 zu springen. Aue muss gegen Werl. Das ist auch eher ein einfacher Gegner. Danach müssen wir gegen Rot-Weiß Essen. Ja gut, die sind 18. Ingolstadt muss gegen Waldhof, die sind 15. Und Aue muss gegen Lübeck ran. Und die sind 19. Okay, auch hier alles must win, wenn man ehrlich ist, wie alle Teams hier. Wir müssen danach gegen Sandhausen, auch das ist must win. Aue muss gegen Regensburg. Oh, okay. Die übrigens nur noch 6. sind. Und Ingolstadt muss gegen 1860. Oh, okay. Also wir haben Dresden als schwierigsten Gegner, Ingolstadt 1860 und Aue Jahn Regensburg. Also ich würde sagen, das Endprogramm ist für alle ähnlich stark. Da hat jetzt keiner einen großen Vor- oder Nachteil. Aber es liegt an uns. Wenn wir gegen Dortmund gewinnen, gegen Dresden gewinnen, dann sind wir zumindest schon mal sicher in der zweiten Liga. Und dann kommt es halt drauf an, schaffen wir es vielleicht in den letzten 4 Games 3 Siege zu holen, vielleicht 4 Siege. Wenn nicht, dann wird wahrscheinlich Ingolstadt Erster. Das wird super spannend. Euvelosch meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wahnsinniges Top-Duell. Super, super unglücklich entschieden. So ist es manchmal, ne? Eine Nuance entscheidet manchmal die Meisterschaft oder solche Games. Euvelosch meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab. Und bye, bye.